Herzlich willkommen, Freunde, hier zur ersten Folge Rideouts, dem Vlog rund ums Kartwerk. Ich stelle euch heute mal mein Motorrad vor, mit dem ich aktuell unterwegs bin. Bis gleich. So, da ist das gute Stück. Das ist eine Suzuki LS650. Baujahr 96, die ganzen Zahlen, Daten, Fakten, die blende ich euch doch mal hier irgendwo ein für die Leute, die es interessiert. Ja, das Motorrad habe ich jetzt gekauft vor 4-5 Jahren. Fahrbereit allerdings ist sie erst seit letztem Sommer. Liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendwie ewig gebraucht habe mit dem Umbau oder sowas, sondern einfach, die war in einem sehr, sehr, ich sag mal, bescheidenen Zustand. Im Ursprungszustand kann ich euch dann auch mal irgendwie ein Bild einblenden. Und ich habe die ursprünglich nur gekauft wegen der Gabel und der Fußrastenanlage, die da schon drauf verbaut waren. Die wollte ich weiterverkaufen und wie gesagt, das Motorrad eigentlich einfach nur schlachten. Allerdings habe ich dann vorletzten Winter den Entschluss gefasst. Habe ich gesagt, ja, jetzt steht die schon so lange darum. Irgendwie jetzt schon Bock drauf, der Rahmen ist gut, ja, stellenweise gut. Habe mich dann halt entschieden, komm, baust du doch auf und schaust mal, was draus wird. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. So, ich würde sagen, wir fangen mal vorne an und arbeiten uns dann mal nach hinten durch. Schauen uns an, was alles geändert wurde. Und das Auffälligste natürlich bei dem Motorrad ist die lange Gabel. Ne? Das ist ein Frontend, ein komplettes von AME. Wie schon gesagt, das war schon drauf auf dem Motorrad und eigentlich so der Hauptkaufgrund. Dann haben wir hier ein LSL Dragbar Lenker. Mit entsprechenden Mini-Armaturen. Das sind keine Taster, ja, weil ich mich mit dem ganzen Kram noch nicht so auseinandergesetzt habe. Das wird aber auch auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch passieren, dass man sowas dann auch mal selbst verbauen kann. Ja, kleine Kipphebel und kleine Druckknöpfe aufs Minimum reduziert. Das, was man wirklich braucht. Dann hier die originale Tacho-Einheit, die ja hier drin sitzt, und die Kontrollleuchten ein bisschen umgebaut. Hier die drei Kontrollleuchten, Startknopf mit in die Mitte gelegt, einen kleineren Tacho verbaut. Ja, die Spiegel, die sind halt mehr so TÜV-bedingt gewesen. Mittlerweile stört mich das auch ein bisschen, so diese Hasenohren, die oben drauf sitzen. Also da wird sicherlich demnächst noch was geändert, eventuell ein paar Lenkerendspiegel, die nach unten gehen oder sowas. Da habe ich aber noch nichts Genaues gefunden, was mir wirklich zusagt. Ja, weiterhin haben wir vorne Mini-Blinker verbaut, musste ich ein paar Halter anfertigen. Die uns schon auf Facebook folgen, die haben das ja auch auf der Villa-Serie alles gesehen. Dann die Fußrastenanlage, ja, die da drauf verbaut war. Sitz bzw. Sitzbank ist auch alles selbst gemacht. Das war das erste Mal, dass ich mich so ein bisschen mit Polstern, Satteln und vor allen Dingen halt auch Nähen auseinandergesetzt habe. Ja. Deswegen gibt es auch hier ein paar Stellen, die mir nicht so gut gefallen. Die werde ich auf jeden Fall noch mal überarbeiten, einen neuen Bezug machen. Dann kommen wir zu meinem Heck. Das ist ein Originalfender von der Suzuki, den ich überarbeitet habe. Das heißt, ich habe den vorne gekürzt. Ursprünglich verläuft er hier unten am Rahmen entlang, ist dort festgeschraubt. Ich habe das Ding, wie gesagt, gekürzt, umgearbeitet, so dass ich ihn oben aufliegen kann. Und habe dann noch eine Sitzplatte aus Stahl angefertigt, die dort mit verschweißt und verspachtelt alles. So dass man, sag ich mal, einen schönen Übergang so vom Tank hinter bis zum Heck bekommt. Ja, Auspuff, wie die Kenner, ist der originale Endtopf. Allerdings ist der auch schon ziemlich fertig. Den fahre ich jetzt auch nur noch dieses Jahr. Und dann kommt da ein neuer drauf. Ich habe mir schon ein paar Sachen angeguckt.
Aber die Entscheidung ist auch noch nicht getroffen. Ja, hier im Heck haben wir dann auch wieder Mini-Blinker. Allerdings, das sind nicht, wie viele denken, 3 in 1, sondern, ich hoffe, man kann das hier einigermaßen sehen, hier ist ein kleines, schmales Rück- und Bremslicht in den Fender mit eingearbeitet. Ja, der Grund, warum keine 3 in 1, ist einfach, weil ich hinten in dieser Fenderlippe ein kleines Rücklicht drin haben wollte. Und dann blieb es natürlich nur beim normalen Blinkern. Ja, Kennzeichenhalter ist auch sowas, den werde ich jetzt demnächst auch noch überarbeiten. Mal sehen, das wird wahrscheinlich sogar die Tage jetzt passieren. Ich werde wohl auf einen seitlichen umbauen. Grundsätzlich natürlich, die wurde komplett zerlegt, habe sie komplett auseinandergenommen, Motor überarbeitet, das heißt neue Dichtungen reingesetzt. Überall ganz wichtig bei dem Modell ist der Steuerkettenspanner. Ist werkseitig schon eine Fehlkonstruktion. Das heißt, stellenweise sogar bei 20.000 Kilometern, teilweise sogar schon früher, gibt er seinen Geist auf dem Feld raus und dann kannst du einen kapitalen Motorschaden kriegen. Allerdings gibt es zwei clevere Jungs hier in Deutschland, die haben sich getrennt voneinander. Jeder was überlegt und haben was gebaut. Einmal der TBKS, den viele bestimmt kennen. Und dann nochmal den SKPL, den Steuerkettenproblemlöser. Den habe ich auch verbaut. Die beheben dieses Problem. Und das ist, also rate ich auch jedem, der sich so ein Modell zulegt, schaut da auf jeden Fall rein. Ja, ist wenig Aufwand, macht das. Und dann habt ihr wenigstens auch lange Spaß an eurem Motor. So Freunde, das war es jetzt schon mit der ersten Folge. Ihr habt ein bisschen was erfahren über mein Motorrad, mit dem ich aktuell unterwegs bin. Ich hoffe, euch gefällt das Format und da wird in der nächsten Zeit definitiv noch mehr kommen. Ich werde euch hier auch die Werkstatt mal ein bisschen näher vorstellen und euch auch verschiedene Ausfahrten und sowas mitnehmen. Veranstaltungen finden ja leider dieses Jahr überhaupt keine statt, zumindest bisher. Hoffentlich lockert sich noch ein bisschen was und wir können darüber noch ein bisschen berichten. Dann nehme ich euch auch natürlich auch da mit hin. Ansonsten bleibt dabei. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst dem Video doch mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, unterstützt das Ganze und dann können wir euch regelmäßig schönen Content über Custom Bikes, über die Schrauberei und wer weiß was noch alles bieten. Also bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.